13 Sonnen. Bra 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 bra. Oh Mann. Mein Synchronisieren ist immer so toll, Alter. Ja, so super toll. Jo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute, ganz besonders. Ihr habt es euch unzählige Male gewünscht, ja. Wir. Und ich bin nämlich nicht alleine. Heute ist der Bim Luggy dabei. Hallo. Bim Luggy. Hey. ja, wir werden heute ein paar Hacker bannen auf Minesuch.net. Ihr habt euch das sehr oft gewünscht. Und ja, wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt, mehr Hackerbann-Videos, die sind nämlich eigentlich relativ aufwendig, wenn man nämlich ordentlich Hackerbannen will und so. Dann lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum ersten hier, dieser XX King. Ach, wird sich schon gekümmert. Sky. Boah, beim Sky sind wir. Okay, MLG Wash. Okay, bist du bei ihm? Ich bin da, ja. Okay, also er baut schon mal sein Bett zu. Das ist schon mal, naja, verdächtig dafür, dass er eher nicht hackt. Aber wir wollen ja jetzt nicht zu viel entscheiden. Okay, war das gerade Anti-Knockback oder war das Reducen? Das sieht noch alles ganz okay aus. Ja, ja, ich denke auch so. Ist auch noch okay, ja. Okay, das würde ein Hacker wahrscheinlich auch nicht machen. Nee, das ist kein Hacker, Leute. Ja, einfach nur ein Durchschnittsspieler, würde ich mal sagen. Gehen wir mal weiter hier. Okay, das ist wiederum verdächtig, was er... Also er hat schon mal einen Steve-Skin und er hat irgendwie gerade Blöcke am Spawn versucht zu platzieren. Ich weiß ja nicht, aber er steht da auch so komisch. Hallo? Man sieht dich. Oh, was? Wie? Nein, man sieht mich nicht. Ich bin Vanish. Du siehst mich wahrscheinlich nur. Hä? Okay. Also wenn das ein Hacker ist, dann hat er wahrscheinlich zum ersten Mal ein Hackline drin, weil... Was macht der da zum Teufel? Das ist ein bisschen verwirrt. Sieht so aus. Hä? Oh. Jetzt ist er weg. Er hat den Server verlassen. Ja gut, ich würde sagen, der hat auf jeden Fall gehackt. Wird gekümmert! Es wird sich bereits um diesen Spieler gekümmert. Lucky. Ich glaube, wir sollten die Mods bannen, damit wir mehr bannen können. Kannst du mal gerne machen. Wir können ja mit dir anfangen. Oha. Okay. Ui. Anti-Knockback vielleicht? Ein bisschen wenig Knockback. Bisschen glaube ich schon. Ja, nee. Das ist abusen, Leute. Das ist abusen. Ich muss schon sagen, das ist abusen. Leute, wartet. Kann ich mir irgendwie so einen Block geben oder so? Dash for Item 1. Okay, wartet. Geh weg. Na, warum ist da jetzt ein Block? Oh. Tja, was ist denn jetzt passiert? Oh, ich habe ihn gerade herausgefordert. Lol, ich kann ihn im Spiel herausfordern. So, Leute, Troll Crazy können wir doch mal machen. Ach, das ist ja jetzt mit Z, weil... Ich bin immer noch gewöhnt, dass es mit S ist. So, mal gucken, was passiert. Komisch. Ja. Was passiert denn jetzt hier? Ja, komisch, back da ein bisschen rum. Ja, was jetzt? Jetzt bau sein Bett ab. Nein, runter! Mal gucken, hat er Anti-Knockback? Ich glaube, er hat ausgemacht, oder? Ja, ich glaube auch. Er hat ausgemacht. Runter mit dir. Tschüss. Komm, bau sein Bett ab, los. Was macht denn der andere Typ? Den verstehe ich... Hä? Ja. Der andere Typ hat aber auch nicht sein Bett abgebaut. Ach, guck mal da in Chat. Oh, da haben wir auch direkt Werbung. Ach, abgegrieft ist gerade auf dem Server, Leute. Oh mein Gott, abgis auf dem Server von denen. Also erstmal bannen wir jetzt, glaube ich, mal hier den Hacker. Aber weg, und du kannst den ja für Werbung bannen, den anderen. Den PG Gosh hier. Alter. Immer, also, weißt du, was das Krasse immer an dieser Werbung ist? Gefühlt ist Abge zu jeder Zeit auf jedem Server. Also, ich glaube, Abge, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als auf die Server joinen. Und dann schreiben alle immer, der ist auf den Servern drauf. Ist ja auch nicht so, dass er gar nicht auf den Servern ist und die wollen nur, dass ihr drauf joint, weil ihr denkt, dass Abge drauf ist. Im Lucky, ich würde auch sagen, der Limp, der macht auch Bug-Using. Ja. Schön. Alter, guck dir das Bug-Using an. Guck mal, der steht auf dem Block. Nee. Hilfe, Mod. Ach, der da unten. Guck mal, der da unten. Hallo. Der macht Bug-Using. Wieso wurde dann Limpy... Hat er sich selber reported? Also ich TP ihn einfach mal ganz kurz hoch. Troll, TP. Erstmal Troll, dann TP. Reserve Hack zu Fluex. So. Hi. So, was passiert jetzt? Okay. Thanks. Ich glaube, das war kein Bug-Using. Ich glaube, er wurde einfach durch einen Bug irgendwie runter teleportiert. Ja, ja.
denke mal, das kann manchmal vorkommen. Anton. Ja. Will wir reinjoinen? Okay, da oben ist er drin. Ja, wir sind mit ihm drin. Bist du auch drin? Nee. Join mal nach. Ist die Runde voll? Dann join ich rein. Ja, weil die Runde ist voll. Nicht, dass du ihn rauskickst. Warte, ich gehe mit. Na, ich guck, ob ich gleich mit ihnen in ein Team kann. Oh, jetzt kannst du nachjoinen. Join nach. Okay. Jetzt, weil jetzt sind drei Leute drin. Ah, perfekt. Okay, du bist Santa. Oh, Alter, war das knapp. Jetzt ist nur noch er drin. Warte, ich starte mal schnell die Runde. Damit er nicht gekickt wird. Okay, Anton. Dann gehen. Ja, egal, mal gucken. Vielleicht komme ich ja zufällig mit ihm in ein Team. So, Anton. Oh, Leute. Nee, du bist mit ihm in einem Team. Okay, bis jetzt macht er gar nichts. Farmt sie ein bisschen Eisen zusammen. Ja, ein bisschen auf den Eisenspawn stellen. Das mache ich als Hacker übrigens auch immer. Ich könnte jetzt einfach so mal den Eisenspawn abbauen. Warte. Okay. Flieg runter. Guck mal, ich droppe dir hier mal so ein paar Eisen, so. Hacker, dann brauchst du nicht so lange warten. Huh? Hä? Der Move war aber auch gerade schon komisch. Hallo? Was macht der denn? Hashtag Nitschen. Ich glaube, das ist verdächtig. Weil Jin, Leute, müsst ihr wissen, es steht für Generator. Und ich glaube, das ist sehr verdächtig. Ich glaube, er geht gleich richtig ab. Oh, Auto-Armor. Er hackt. Ja, moin, Leute. Dann können wir mal anfangen hier. Mal gucken, was sonst so alles an Hacks präsentiert jetzt. Schade. Oh. Oh Gott. Abge! Er schreibt Abge! 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 Ah, ja. Und keine Killer oder so. Nein. Troll, ich würde mal sagen, der wollte doch schon immer ein MLG machen, oder? Der Anton. Oh, Anton. Hast du, der MLG war aber nicht für dich gewachsen. Ups. Tja, so läuft das halt. Na, Anton? Ja, nö. Also Knockback hatte auch vollkommen. Also ich würde sagen, Anton, wir gucken mal, hast du denn noch einen Flyhack? Ach was, Anton, einen Flyhack hast du auch noch? Wirklich? Ist ja krass. Okay, lass ihn mal das Bett abbauen. Dann, fliegt der Anton jetzt gleich mal runter. Tja, Anton, dann geben wir mal die magischen Formeln hier an und warten noch, bis er gestorben ist. Oh, Alter, flieg zur Sonne, Anton. Verbrenn nicht. Oh, da kommt er runter. Oh. Tja, kritisch. Tja, Anton, das war's mit dir. Einmal slash bann, Anton, und weg. GG, gebannt. Ja. Tja, das passiert mit Hackern. Also, aber seine Hacks waren schon gut. Ich fand den Fly bis zur Sonne-Hack am besten. Ja. Karsan-Graf oder so. In Bad Wars. Okay. Schon mal equip. Schon mal verdächtig. Ich glaube, der weiß nämlich schon, dass er Anti-Knockback. Ja. Yeah. Karsan-Graf, ich glaube auch. Komm mal her, du kleines Jingle. Sash Troll GM. Hat er noch ein Bett? Ja, er hat noch ein Bett. Tschüss. Ja, wir bauen einfach mal seinen Villager komplett mit Barrieren ein. Dann kann er auf den auch nicht mehr klicken. So. Wir müssen aufpassen, dass er jetzt nicht stirbt. Ja, der wird schon nicht sterben. Ich meine, der hat ja alles. Alles klar. Oh, Anti-Cheat. Oh. Tja, da hat unser Anti-Cheat dich halt ein bisschen zerstört. Tja, dann konnten wir halt leider mit dir jetzt nicht mehr so viel Spaß haben. Aber ich würde sagen, ist er vielleicht noch auf dem Netzwerk oder ist er komplett gekickt worden? Ah, ist noch auf der Lobby. Lass mal gucken, dann können wir ihm vielleicht noch hinterher springen. Ja, er ist bei mir. Nice. Okay, wir machen direkt, wir gehen kurz ins Tormodus. Und dann direkt hier GM und das mit den Barrieren. Dann bauen wir nämlich direkt hier das Ding ein und gucken mal, wie er darauf reagiert. Weil dann kann er im Prinzip nichts einkaufen. So. Und ich tue mal so, als würde ich auch hacken.
So, Sash Troll wieder aus. Er fragt, wieso sehe ich dich nicht? Hä? Bin doch hier. Hallo? Jetzt schreibt er A. Gib dir. Hä? Wie gib dir? Dir? Er fragt die. Hä? Hä? Diamanten? Will er jetzt Diamanten? Hä? Er schreibt, gib dir. Ja, Flex. Drück mal raus. Lol, er hat gerade Werbung für seinen YouTube-Kanal gemacht. Ich glaube, er weiß irgendwie, dass ich abgehe oder halt jemand bin, der Tollrechte hat. Mach Williger frei. Mach Williger. Oh Gott. Leute, das ist ein. Das ist. Der ist 4 Jahre alt. Guck es dir an. Mach Villager fair, Alter. Hier weg mit dir, Sash Troll. Sash Troll Show. Alter, weg mit dir. Geh weg. Hä? Was willst du? Boah. Sash Troll Fly Kaska. So, weg mit dir. Hä? Ja, jetzt fliegst du wieder zum Mond. Viel Spaß, bis zur Sonne. Wie sieht's bei euch da drüben aus? Ja, ist eigentlich entspannt. Guck mal, ich kann euch mal ein bisschen helfen hier. Ich meine, ihr könnt ja auch einfach ein bisschen schneller rüberkommen. Ja. So. Ja, warte. Das ist alles ganz. Ups. Ja, gut. Ich kann uns auch gleich einfach hier hin teleportieren. Alles gut. Ich würde mal sagen, wir veranstalten heute mal so ein kleines Arena-Battle. Wir machen einfach heute mal so, würde ich mal sagen, so, Hacker versus Spieler, nur halt Spieler mit Full-Gear-Rüstung und Hacker halt mit gar nichts. Was hältst du davon? Ja, es ist fair, würde ich sagen. Wir müssen ihn hier mal kurz einsperren, den Graf, damit er auch nichts Böses tut. Weil so Hacker, die sind halt manchmal einfach außer Kontrolle. Deswegen Troll-TP Garfdings zu Fluex. So, dann ist er hier drin. Perfekt, okay, genau. Da haben wir ihn auf jeden Fall. So, dann kriegt ihr hier mal Full Dia. So, 2 Schwerter. Hier 2 Schwerter. 2 Helme. 2 Brustplatten. 2 Dinger. Und 2 davon. Und natürlich tippe ich vorher noch einen von euch so zum Bett, damit es auch fair bleibt. Will denn der Dings hier mal kurz, der Benfil will das bestimmt abbauen. Joel TP Benfil zu Floex. So, bauen wir das Bett ab, bitte. Abbauen. Add A abbauen. Komm, bau ab. Sehr gut. Dann tippe ich ihn mal hierher. So, wieder hier hin. So, okay. Okay, so. So geht das auf jeden Fall mit den Hackern heute, Leute. Okay, seid ihr bereit? Dieser Admin ist so eine Miese, schreibt er bei mir. Ihr müsst ihn zerstören, ja? Zerstört ihn, ja. Okay? Und los! Tötet ihn! Oh. Ja. Ja, so geht's natürlich auch, Kasgraf. Kasgraf, ich möchte ja nichts sagen, wie ich den Namen auch ausspreche. Tja, gebannt wirst du trotzdem jetzt für die 1. Leute, eigentlich sind Hacker nämlich eigentlich relativ easy, wenn sie halt da mal nicht die Hacks gerade anhaben. Und so habe ich das jetzt ein bisschen fairer gestaltet. Und ja, dann. Ja, Leute, ich hoffe, wir haben genügend Hacker gebannt, sodass es für ein Video ausreicht. Aber ich denke, es sollte jetzt genug lustig gewesen sein. Wenn ihr noch mehr Vorschläge habt, was wir mal mit Hackern tun sollen, also so dieses Arena-Zeugs ist mir gerade eingefallen, könnt ihr mal so ein Fight machen, oder sollen wir vielleicht mal so einen Hacker in eine Lava-Festung einsperren oder und so weiter, schreibt das gerne in die Kommentare. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und die Glocke zu aktivieren, um eine Benachrichtigung zu bekommen. Jetzt wünsche ich euch noch einen super tollen Tag und schaut auf jeden Fall mal auf dem Minesucht-Server vorbei. Da arbeiten nämlich täglich täglich Mods dafür, dass der Server Hacker frei bleibt. Und das Anti-Cheat haben wir auch an manchen Stellen gesehen, arbeitet auch schon relativ gut. Wie gesagt, wir müssen verbessern das natürlich immer weiter. Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und jetzt haut rein, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Bimlucky vorbei auf Twitter oder so. Ich glaube, du hast Twitter, oder? Ja, ja. Ja, genau. Verlinke ich mal in die Videobeschreibung, wenn ich nicht faul gewesen bin. Naja, haut rein und ciao, ciao. Tschüss. Oh mein Gott, ich habe gerade voll auf die Linse gefasst. Ganz ruhig, Linse.